Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann interessierst du dich wohl für das Aufmerksamkeitstraining ATT bzw. Attention Training Technik, wie es im Englischen heißt. Du hast sicherlich wie viele andere auch einige Fragen dazu und auf die gängigsten davon werde ich in diesem Video heute mal eingehen. Kurzer Disclaimer vorweg, ich bin weder Therapeut noch Mediziner, sondern selber Patient mit unfreiwillig viel Erfahrung im Bereich der Psychotherapie. Dieses Video ersetzt keine Psychotherapie und falls es dir nicht gut geht, bitte ich dich natürlich, dir professionelle Hilfe zu suchen. Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch ebenso die Quellen, die ich für dieses Video verwendet habe. Was ist ATT? ATT ist eine akustische Aufmerksamkeitsübung, die Bestandteil der metakognitiven Therapie ist, die von Adrian Wells konzipiert wurde. Man konzentriert sich dabei im Wechsel auf seine Umgebungsgeräusche und übt so die Aufmerksamkeit. Nacheinander trainiert man die selektive Aufmerksamkeit, das schnelle Verlagern der Aufmerksamkeit sowie die geteilte Aufmerksamkeit. Wie funktioniert ATT? Im Gegensatz zur klassischen kognitiven Verhaltenstherapie geht man bei der metakognitiven Therapie eigentlich gar nicht auf die Inhalte seiner Gedanken ein. Viel eher ist das Ziel, dass man lernt, diese negativen Gedanken wahrzunehmen und sie einfach ziehen zu lassen und gar nicht erst auf diesen Gedankenzug draufzuspringen. Denn so ein negativer Gedanke kann gern mal eine Kaskade von folgenden negativen Gedanken auslösen, bei der man sich am Ende nur absolut elendig fühlt. Und das ATT kann einem dabei helfen, den Fokus wieder zurück ins Hier und Jetzt zu bringen. Bei welchen psychischen Störungen hilft ATT? Nach Oliver Korn kann die metakognitive Therapie bei Depressionen, generalisierter Angststörungen, soziale Phobie, posttraumatische Belastungsstörung und bei Zwangsstörungen angewendet werden. Grundsätzlich hilft das ATT natürlich gegen das Grübeln und das sich Sorgen, was halt Bestandteil vieler dieser Krankheitsbilder ist. Und dieses Buch kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Das wurde mir damals zur unterstützenden und ergänzenden Therapie empfohlen. Link dazu habe ich unten in der Videobeschreibung. Wie lange dauert es, bis die Wirkung einsetzt? Euch wird die Antwort freuen. Das ist natürlich extrem individuell. Mir wurde damals ca. 2 bis 4 Wochen gesagt, aber ich habe auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis es bei mir Klick gemacht hat und ich dann verstanden habe, wie ich mein Training vom ATT eigentlich konkret anwenden muss, um dann das sich Sorgen und Grübeln zu unterbrechen. Muss ich die Übung mit offenen Augen machen? Nein, grundsätzlich nicht. Die Übung kann auch mit geschlossenen Augen gemacht werden, aber Adrian Wells empfiehlt es, das mit offenen Augen zu machen. Ich finde das auch sinnvoller, weil es ist erstmal anstrengender und wir wollen ja einen Trainingseffekt haben und zweitens ist es auch realistischer, so wie man sein Training im Alltag einsetzen würde, weil üblicherweise, wenn diese negativen Gedanken kommen, haben wir ja auch unsere Augen nicht geschlossen, sondern offen. Daher würde ich sagen, ja, mit offenen Augen muss aber nicht. Wie oft soll ich ATT üben? Laut Adrian Wells 2-mal am Tag, aber falls du damit Schwierigkeiten hast, würde ich persönlich sagen, 2-mal ist besser als 1-mal, 1-mal ist besser als keinmal. Und bei mir ist es auch so ein bisschen so wie mit der Krankengymnastik, sobald es mir etwas besser geht, lasse ich das gern mal schludern. Kann ich ATT auch öfter als 2-mal am Tag machen? Ja. Mache ich die Übung richtig? Wenn das ATT anstrengend ist, dann ja. ATT soll nicht entspannt sein. Und es ist auch völlig normal, wenn die Gedanken ab und zu mal abschweifen. Wichtig ist dann nur, wenn dir das auffällt, richte deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf die Hörübung. Und das ist am Anfang schwer, aber es ist ja auch ein Training und wird definitiv ein bisschen leichter über die Zeit. Hat ATT dich geheilt? Nein. Aber es hat mir geholfen, besser mit meinen eigenen Gedanken umzugehen. Ich kann jetzt auf jeden Fall leichter meine Aufmerksamkeit von innen nach außen richten und nicht mehr so lange in diesen negativen Gedanken verweilen, was definitiv eine Verbesserung ist. Wieso soll ich deine ATTs mit Kopfhörern hören? Musst du nicht, aber dann geht der tolle 3D-Stereo-Effekt verloren. Ich nehme meine ATTs nämlich mit solchen speziellen binauralen Mikrofonen auf. Das bedeutet, der Ton wird direkt hier in der Ohrmuschel aufgezeichnet und wenn du das Ganze dann über Kopfhörer hörst, bedeutet das, du kannst das genauso wahrnehmen, so wie ich in der Situation, als ich es hier bei mir aufgenommen habe. Und das erzeugt dann diesen 3D-Stereo-Effekt, wo du die Geräusche im Raum ziemlich gut orten kannst. Wie lange geht dieses Video noch? Glücklicherweise nicht mehr so lange. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video die meisten deiner Fragen beantworten. Und falls da noch irgendwas offen bleibt, frag mich gerne unten in den Kommentaren.
Lass es mir ebenso wissen, falls ich hier irgendwas Falsches in diesem Video erzählt habe. Und ich würde mich ansonsten noch über einen Daumen nach oben freuen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Trainieren.